Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Tja, Shin ist in Gorhard. Ich hatte ja gesagt, dass ich da ganz kurz zurückkehre, um ein Plunder zu verkaufen und weil ich Gavin schleifen möchte. Und das haben wir uns ja noch gar nicht richtig gemeinsam angeguckt. Ich glaube, dass wir das jetzt einfach mal tun. Und da gibt es ja auch noch den Delph, glaube ich, mit dem wir sprechen müssen. Delph? Ich arbeite jeden Tag daran, meine dunklen Taten unter einem Berg von Eifer zu begraben. Ich hoffe nur, es zahlt sich auch aus. Was muss ich denn da eigentlich noch machen? Da bin ich doch fertig, gell? Ich glaube. Leb wohl, meine Aber irgendwie Liebe. Hat er immer noch das Fragezeichen. Ich muss, glaube ich, seinen Ex-Chef erschlagen. Okay, wir nutzen jetzt mal den Gemmenschleif-Altar. Wir können herstellen, einfassen oder entfernen. Entfernen, das können wir noch nicht. Das heißt, wenn der Gemme einmal drin ist, ist er für uns zunächst einmal drin, außer wir finden einen Gemmenschleifer, der das für uns entfernen kann. Die gibt's ja auch. So, und dann können wir einfassen. Und es gibt Funktionsgemmen, Rüstungsgemmen und Waffengemmen. Hier habe ich jetzt Stiefel. Da kann ich Funktionsgemmen dran machen. So, und die Funktionsgemme, Gemme der Wiederbelebung, die habe ich schon mal gemacht, selber gemacht, genau. Da wart ihr nicht dabei. Ich zeig's euch mal, gucken, ob ich das Zeug habe, um sie nochmal zu machen. Und die macht jetzt plus 1 Lebensregeneration. Jetzt muss ich nur gucken, genau, die Kochlederstiefel, die kann ich schon anziehen. So, Gemme der Wiederbelebung, das finde ich gut, das Einfassen bestätigen wir. Einfassen, und da muss doch aber jetzt noch eine an. Ach so, ja, genau. Jetzt habe ich, was habe ich hier noch? Gemme, genau. Gut, einfassen. Na, komm her. Wir wollen jetzt mal gucken, ob wir noch eine solche Gemme, Funktionsgemme, oh, Scherben aufwerten kann. Guck mal, können wir auch machen. Genau. Dann werden wir die jetzt alle erstmal aufwerten. Da braucht man immer zwei dazu, glaube ich. Genau, aber aufwerten ist gar nicht schlecht. Damit kriegt man nämlich nachher beim Gemmenschleifen bessere Ergebnisse. Also werten wir mal alles auf. So, okay. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir nochmal so eine coole Funktionsgemme machen können. Die uns Lebensregeneration. 10 Leben, Nee, da bräuchte ich. Das kriegt man so nach und nach raus. Was man da so drauf tun muss. Das ist ja alles langweilig, genau. Nee, okay. Dann werden wir jetzt noch Leinenhandwickel. Was haben wir denn da noch? Funktion? Nee. Lassen wir. Dann werden wir. Genau, ich muss zurück. Meine Güte, wir werden erst nochmal, Mensch, Frau Hawk, sagen wir mal gucken, was man so an Rüstungsgemmen, sag mal, bin ich jetzt bei den Fusionen, oh Gott, Frau Hawk, herstellen, ach, ich habe keine Rüstungsgemmen, dann mache ich mal welche. So, was können wir denn nehmen, Giftscherbe? Und Magiescherbe, was passiert? 24 Rüstung ist nicht schlecht, oder? Wenn wir eine Eisscherbe reintun? 15 Rüstung. Feuerscherbe? 15. Giftscherbe? Giftresistenz auch nicht schlecht. 15 Rüstung. Ja, da ist die 24 Rüstung schon am besten, oder? Dann machen wir das mal, genau. So. Dann nehmen wir mal eine Eisscherbe und eine funkelnde Magiescherbe. Eisresistenz. Auch nicht schlecht. 15 Rüstung. Das ist echt, ich finde es total cool. Ich mag das gern. Blitzscherbe. Magiescherbe. Blitzresistenz. Magiescherbe und Giftscherbe. 24 Rüstung. Genau. So, dann werden wir jetzt mal diese Rüstungsrune noch einfassen. Kettenküras. 24 Rüstung, das machen wir natürlich. Und die Kochlederstiefel, den geben wir auch nochmal. Genau, auch.
Gemme der Wiederbelebung und die 24 Rüstung. Genau, weil das Zeug haben wir auch an. Den Leinenwickel lassen wir mal. So, und jetzt guck mal, wie meine Lebensleiste voranschreitet. Ach, das ist cool. Echt. So. Gut, habe ich auch jetzt alles das an, was ich hier gerade aufgewertet habe? Kettenküras, ja. Die Leinenhandwickel. Okay, also ich finde dieses System wirklich ziemlich klasse. Und ich werde auch das Gemmen schleifen, das kann ich euch sagen. Das werde ich jetzt erstmal hochskillen, weil das gefällt mir wirklich richtig gut. So, ihr Lieben, guck mal, da ist Zelda. Oh, wie schön. Komm, wir reden nochmal mit dir, nachdem wir dich gerettet haben. Sei Dank, dass ihr hier seid. So, erzähl mir mal von der Mission. Wie geht's dir denn jetzt? Sie ist mein Zuhause. Jetzt, ja. Als Vater Dünnwell einlenkte, hatten die Brüder keine andere Wahl mehr, als mich in ihre Familie aufzunehmen. Es braucht einfach Zeit, die Welt zu verändern. Da ist wohl was dran. Ihr erinnert euch natürlich an Zelda. Zelda wollte unbedingt in diese Mission eintreten. Diese Mission, die sich zur Aufgabe gemacht hat, unter anderem Fein von den sterblichen Göttern oder den Menschengöttern zu überzeugen, und die nimmt keine Frauen auf oder nahm keine Frauen auf, und Zelda fand das gar nicht prickelnd. Genau, und wir haben ihr geholfen, indem wir da was geklaut haben, und jetzt ist sie Mitglied. So, dann erzähl mir nochmal vom Vater. Ohne den Vater gäbe es in der Mission keinen Platz für mich. Er glaubt daran, dass Mitaru einen größeren Plan für uns hat. Für mich. Ja, wunderbar. So, dann haben wir das auch erledigt. Fein, dann kehren wir jetzt zurück. Oratorium der Balladen, nein, da gehen wir noch nicht hin. Ich glaube, wir müssen nach Delach, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ach, da sind die jetzt wieder plötzlich da. Komm mal her. Wölfchen, mache ich dich kurz. Nass, ich will mal hoffen, dass du der Einzige bist, der da ist. Ja, genau. Wir rennen da jetzt weiter rein. Das war ja das, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Jetzt will ich mal nicht hoffen, dass die Gegner alle gespawnt haben. Weil wir wollten hier Delach noch ein bisschen erforschen. Da haben wir ja so einiges an Kämpfen schon gehabt. Da sind ja diese Etin-Schamanen und die sind natürlich alle wieder da. Okay, wollen wir uns da jetzt nochmal durchkämpfen oder wollen wir erstmal den Quest nach? Das heißt also, es ist dann doch ein bisschen schwierig, wenn man rausgeht und zurückkehrt, weil man noch was erledigen muss. Das muss ich mir merken. Ich denke, wir lassen das. Wir werden jetzt noch ein paar Etin-Schamanen erschlagen müssen. Wir haben ja dieses Lager der Kriegsgeweihten gefunden in der letzten Folge, das leider komplett zerstört war. Und das waren die Schamanen, und jetzt sollen wir einige von diesen Schamanen erschlagen. Einen haben wir, glaube ich, schon. Und dann gehen wir jetzt mal der Geschichte hier nach. Das wird bei dem Spiel ständig so gehen, das kann ich euch jetzt schon sagen, einfach weil ich angesichts der vielen Möglichkeiten, die es gibt, einfach irgendwie hin und her springen. Ich versuche mich zu disziplinieren, aber ich kann es euch wirklich nicht versprechen. Tja, und dann müssen wir auch irgendwann mal der Hauptquest nachgehen. Kann ich dich denn ernten? Ernten, komm. Nein. So, da drüben irgendwo, genau, da sind Schamanen. Ach, was bist denn du? Bist du ein Feind? Ich habe keine Ahnung. Krabbelkrebs. Schwache Bänder. Ach, guck mal an. Ja klar. Das sind Ressourcen. Da kann ich jetzt auch noch ewig weiterlaufen. Ach Leute, es ist ein Albtraum. Ja, waren wir doch schon. Oder? Waren wir? Da waren wir schon. Nein, da waren wir noch nicht. Oh, gnomische Expedition. Stahlhammer. Ab in den Plunder. Ich würde gerne mal andere Scherben finden. Habe ich das extra geskillt, die Gämmerei? Oh, da gibt es jetzt sicherlich auch so einiges an primitive Kochlederrüstung. Kochleder. Gut. Oh Mann, ist das ein Riesengebiet. Ach Gott, Mensch. Irgendwie nervt das doch so ein bisschen, oder? Komm her, Schamane. Ich greife natürlich wieder von vorne an. Warum? Weil ich wieder nichts gelernt habe. Upsala. Oh, jetzt hat er mich. Das dachte ich, jetzt mache ich es mal klug, aber nein, nein, nein. Und jetzt ist es noch nicht mal einer von denen, die wir auch wirklich erwischen müssen. Das ist natürlich schade. Egal. Wenn die nur immer nicht ihre Wölfchen dabei hätten. Und ich weiß auch nicht, irgendwie komme ich hier gerade. Jetzt kommen da auch noch Bogart-Akrobaten. Was seid ihr? Und Wolf kommt.
Da ist noch irgendwo so ein Akrobat, oder? Komm, den nehmen wir jetzt auch gleich mit. Der rennt zwar weg und will mir eigentlich nichts Böses, aber den hauen wir jetzt auch gleich ein paar drauf. Wenn wir schon da sind. Da ist noch einer. Manchmal habe ich ja Angst, dass die mit ihren komisch kleinen... Ja, komm her, so. Wenn die immer so ihre Gesichter hochheben, ihre Holzgesichter, denke ich immer, die werfen gleich mit Steinen. So, jetzt holen wir uns mal hier den Lohn. Da ist das irgendwo. Komm her. Wo ist es? Oder ist es da oben? Hm. Wo ist mein Lohn? Hallo? Lohn, Lohn, Lohn. Ah. So, was habt ihr mir gedroppt? Kohle? Ja. Nehmen wir ein bisschen Blutauge mit. Und Schamane? Ja. War jetzt nicht so der Bringer, oder? Muss man hier so entlang laufen? Wo ist denn mein... Ich sehe es nicht. Wo ist es? Wahrscheinlich ist es oben, würde ich denken, oder? Oder hier so rum? Ja, genau. Da irgendwo muss mein Schatz sein. Mein Schatz. Da leuchtet eine Kiste. Ja, sehr schön. Studiosus Kite-Schild. Oh Mann. Ausrüsten. Wenn es zwei Gammonplätze hat, Leute, das ist ziemlich cool. Ja, wo ist denn jetzt zum Kuckuck aber auch? Hinunterspringen? Wo ist denn mein Schatz noch? Ich habe keine Ahnung. Find ihn nicht? Naja, gut. Okay, es gibt genug Zeugs. Keine Ahnung, wo er ist. Oh, da drüben ist wieder ein Stein. Dann sollten wir da mal rüberschwimmen. Glaube ich. Mal gucken, ob wir hier ins Wasser kommen. Dann holen wir uns diesen Stein. Und ich weiß nicht, was für Wesen da jetzt rumtanzen. Ich bin wirklich froh um diese Regenerationsgemme. Da geht's Leben ganz schnell hoch. Ich habe nämlich vergessen, mal wieder. Oh, Pestträger. Ich habe nämlich vergessen, Na, sag's mir. Ach, jetzt fällt's mir nicht ein. Meine Güte. Komm her, Bogies. Jetzt habe ich wieder die Blutpest. Ach, Herr Jesus. Und keinen... Oh. So. Ich mag diese Pestträger nicht. Und was immer du mit... Was du auch immer schießt. Sumpfblocker. Komm her. Ah, verflixen aber auch. Wir sind ja in dem Spiel noch nicht zu Tode gekommen. Ich möchte das eigentlich auch vermeiden. Zumindest jetzt, ja, gegen das Eis. Das Eis magst du nicht, ne? Komm her, Borka. Und weh, du fällst mir da jetzt irgendwo runter, dass ich nicht mehr hinterherkomme. Die Borkas, die sind nicht ohne, ne? Den Graf Borka fand ich so lustig. So, okay. Schonungslose Dolche. Plunder. Die Goldmünzen nehmen wir natürlich. Brauchen viel Gold. So, auch das nehmen wir. Ulmenholzstab. Naja, egal. So, dann werden wir mal gucken, was es hier gibt. Lord Farara, Geliebter des Sommers, doch mehr noch Geliebter Lunas. Sein Opfer so unerwartet und doch so trefflich. Sich selbst zu opfern, damit sie überlebt. Sein Zyklus ist beendet. Und so trauern die Maiden um den besten aller Liebhaber, den größten aller Helden. Versuchen es nochmal. Ich höre da immer nicht so zu. Ah, ich habe es geschafft. Wunderbar. Sehr schön. Ich bin erstaunt, wie viele juwelenbesetzte Ringe es hier gibt. Und ihr habt es gesehen, wir haben tatsächlich das Set hier von Etinmer hammervoll. Super. Dann gucken wir mal ganz kurz. Bei Status steht es, glaube ich, Wissensteine. Was wir jetzt an Boni bekommen haben. Da. Naja, plus 3 Schaden mit Nahkampfwaffen. Da sagt man nicht nein. Wo bloß dieser Gorgoat-Stein ist. Da muss ich mich mal irgendwann, wenn ich nicht aufnehme, auf die Suche machen. Fein. Dann haben wir das Set voll. Wenigstens ein Set. Und dann werden wir uns mal weiter auf die Suche nach den... Ja, ist gar nicht mehr weit. Da ist, glaube ich, auch ein Schamane, oder? Ja. Dann gehen wir doch erstmal dem Wegpunkt nach. Das ist irgendwie so darüber.
Ich glaube, da vorne ist er auch schon. Da gibt es auch Kisten. Das ist doch, glaube ich, der Schamane. Nee, das ist, doch, ich würde mal denken, dass der da wohnt. Nehmen wir erstmal hier den Loot mit. Und ja. Die Wölfe machen ganz ordentlich Schaden. Also ich bin wirklich überrascht. So, da ist unser Schamane. Da vorne können wir uns einen Segen holen. Ob wir uns erstmal den Segen abholen. Komm, renn da mal hin, hol dir den Segen ab. Weil wir haben ja jetzt wieder die Pest am Leib. Oh, ein bisschen besserer Angriff. Wo ist denn jetzt der Große? Da ist er. Gut, schau mal. Und mach mal, dass du... Oh, du hast auch den Namen. Du bist ein Boss. Du bist ein Boss. Mach, dass du da wegkommst. Hawk, machst, dass du da wegkommst. Oh, wow. Na, wenn der zulangt, Halleluja. Dann wir gleich mal hier eine Runde Trank nehmen. Oh. Mach, dass du wegkommst, Hawk. Der hat eine unglaubliche Reichweite. Aber jetzt hast du mich nicht erwischt. Aber dafür bin ich jetzt dran, Freund. Komm, du kriegst noch... Wow, verflixum. Juppi. Und dann hammern. Und wir sind aufgestiegen. Wunderbar. So mag ich das. Puh, das war jetzt aufregend. Man sieht dann schon, dass sie dann doch ein bisschen mehr drauf haben. Jetzt holen wir uns mal kurz das Zeug vom Wölfchen. Kohle. Felshaufen. So. Gut. Lebensregeneration, sehr schön. Also diese Gemmenschleiferei finde ich cool. Die werden wir jetzt auch weiter skillen, kann ich euch jetzt schon sagen. Hier ist, glaube ich, nichts mehr, ne? Oder doch, natürlich. Plünderhaufen. Ah gut, okay. Plunder nehmen. So, wollen wir nochmal versuchen zu bannen? Bist du schwer? Du bist schwer, da habe ich aber relativ wenig Chance, glaube ich. Mal gucken, wie es schwer aussieht. Ich konnte den Schutzzauber nicht bannen, wir versuchen es nochmal. Das sind so Minispielchen, ihr wisst. Überhaupt nicht meins. Blitzfluch, ja. Wir werden uns demnächst von Flüchen befreien, glaube ich. So. Okay. Aufsteigen. Stufenaufstieg. Gemmenschleifen. Genau. Bestätigen. Dann wollen wir nochmal auf die Zauberkraft gehen. Ich fand das hier nämlich den Sturmbolzen ziemlich cool. Kettenblitz erhöht den Schaden durch Sturmbolzen und bewirkt, dass Schockschaden häufiger auf andere Gegner überspringt. Kann ich das noch nicht machen? Was fehlt mir? 20 Punkte brauche ich dabei. Zauberfähigkeit, Mal der Flamme. Tippe die Taste an, um deine Ziele mit einem magischen Mal zu kennzeichnen. Halte die Taste gedrückt, um sämtliche gekennzeichneten Gegner in einer flammenden Explosion zu verzehren. Das ist auch nicht schlecht. Solange es aktiv ist, erschafft die Sphäre des Schutzes eine magische Barriere. Na gut, wir gehen nochmal auf die Raffinesse. Vergiftete Klingen, da wollte ich nochmal weitermachen. Genau, so, bestätigen. Wunderbar. Gibt es jetzt hier was Neues? Hüter? Elementarresistenz, Zauberlehrling. Hüter? Ah, die mit Stern sind neu. Ich glaube, wir bleiben beim Wanderer. Den finde ich doch schon relativ gut, wenn ich ehrlich bin. So, ihr Lieben, wie lange spielen wir eigentlich schon? Ich habe keine Ahnung, ich glaube noch nicht so lange. Da können wir noch ein bisschen gucken, ob man vielleicht noch einen von den anderen... Oh Mann, aber wenn ich mir so meine Stati anschauen, lass mal gucken, Effekte, Blutpest, minus 30 Schadensresistenz, minus 30, 50 Blitzresistenz. Ich denke mal, das können wir uns vielleicht erlauben. Wir werden mal ganz kurz unseren Fluch auffrischen. Und dann werden wir erstmal, genau, Fluch auffrischen. Da drüben ist auch allerlei, oh Mann, hey, unglaublich. Was für ein crazy Spiel. Total irre. Komm, wir latschen da. Da drüben ist eine Kiste. Da schwimmen wir natürlich hin. Wo eine Kiste ist, will ich auch sein. Ja?
Primitives, das brauche ich nicht. Zu plundern hinzufügen. Vergleichen, Kettenhelm. Wir bleiben noch ein bisschen bei Shepherds Helm. Ich sehe schon, dass demnächst wieder reparieren angesagt ist. Komm, ernten. Na, gut. Ich muss ja diese Richtung, da sind auch haufenweise Quests. Oh Gott, komm, dann holen wir uns die Quests ab. Ich meine, was soll's? Oder waren wir hier schon? Ich weiß es gar nicht. Wir schwimmen ein bisschen. Oh, da ist auch eine Kiste. Du musst doch irgendwie auf diese Insel kommen. Aber ich sehe es, da kommen wir über die Brücke. Mein Questlog wird am Ende so unfassbar voll sein, glaube ich, dass ich mich nicht mehr retten kann. Oh Gott, Gott, guckt mal, da oben ist auch irgendwas. Da ist ein Bogart und da sind... Ach, da ist wäre gerade unser Quest. Na ja, dann, Leute, gehen wir hier hin, Wegpunkt setzen. Tja, die Frage ist natürlich, jetzt sind wir, finden wir denn hier einen Heiler? Weil wir sind ja jetzt so ein bisschen angetufft, wenn wir hier wieder einen Bossgegner haben, ist das vielleicht keine gute Idee. Finden wir hier irgendwas, was uns... Aha. Zumindest eine Kiste. Dietrich. Ich lasse ihn erstmal so und guck, wie weit wir kommen, nicht weit. Yes. Da muss ich mich mal drum kümmern, ob wir uns eigentlich irgendwo, irgendwie vor diesen Flüchen retten können. Oder schützen können. Da gibt es bestimmt eine Möglichkeit. Weil die sind ja schon lästig. So, wir gehen uns mal ganz kurz hier. Oh. Zwei Quests. Die werden wir uns auch abholen. Was bist du? Wer bist du? Ah, Avicen. Oder so ähnlich. Nur ein Kopf bei der Gnade der Götter. Ich dachte, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Das Schicksal ist meiner Expedition nicht wohlgesinnt. Doch je. Lässt mich aber am Leben, damit ich ihr Scheitern bis zum Ende durchleiden muss. Ich glaube, ich habe ein paar von deinen Leuten gesehen. Genau. Komm, erzähl mir erstmal was über Ettinger. Ich bin ausschließlich aus Forschungsgründen. Okay. Hier. Dies ist kein Ort, den viele freiwillig aufsuchen würden. Ach was. Ihre Unverschämtheit steht ihrer Hingabe nicht nach. Soweit ich weiß, versammelt eine kleine Anzahl bedeutender Schamanen sie um sich. Mhm. Würde jemand mit einem Kopf auf den Schultern und einer Klinge in der Hand diese Schamanen stürzen, fände das Gebiet vielleicht Frieden. Ja, wir arbeiten dran. So. Ich bin aus Adessa und geschäftlich hier. Der Rest meiner Expedition wurde von den Ettin ausgelöscht. Ja, wir haben sie gefunden. So. Enkonek Holm. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Müsste ich den kennen? Egal, wir fragen einfach. Ich weiß nicht sehr viel über den alten Mann, außer dass er ein Fischer hier aus Ettinmeer ist. Dann ist es der andere. Allerdings ist er ziemlich gastfreundlich. Ich durfte ohne viele Fragen seinerseits hierbleiben. Dann ist das dieser Herr, der da noch rumsteht, quasi. So. Ich habe eine Expedition angeführt, die ein paar von Erati-Artefakten beschaffen sollte, die nur als Glanz und Schatten bekannt sind. Ich habe die letzten 10 Jahre damit zugebracht, sie zu studieren. Texten zufolge sind diese Artefakte mächtig, aber ihre genauen Fähigkeiten werden nirgends aufgeführt. Dennoch halten es die Templer für das Beste, derartige Gegenstände selbst zu verwahren. Aber die Ettin haben uns dezimiert. Mhm. Und es heißt, dass die Artefakte in Yumi von einem alten, mächtigen Schamanen ihrer Art bewacht werden. Ah. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dennoch, da waren wir schon. Ich kann sie wieder beschaffen. Das ist die beste Neuigkeit seit geraumer Zeit. Meine Forschungen lassen vermuten, dass sich die Artefakte irgendwo in Yumi befinden. Anscheinend als Trophäe der Ettin. Eines kann ich euch versprechen. Meine Expedition war zwar schlecht vorbereitet, aber dafür bestens finanziert. Wer die Artefakte findet, erhält eine beträchtliche Belohnung. Ja.
Artefakte finden, finde ich immer spannend. Meiner Forschung nach müssten sie in Yumi sein. Della. Es ist auch von einem alten Wächter die Rede. Vermutlich ein Ettin, so wie es hier aussieht. Ja, die hatten wir alle schon erschlagen. Ist ja auch schon irgendwo lästig, aber ist egal. So, dann werden wir mal mit dem anderen Herrn sprechen, der so gastfreundlich ist. Hallo, Enkonek. Heute gibt es keinen Fisch, Fremde. Seht euch woanders um. Ich kann einem Fisch nicht mal mehr ins Gesicht schauen. Wieso, was ist passiert? Nicht seitdem ich diese Nymphe getroffen Nymphe? Habe. Nymphe, bist du verliebt? Ich könnte ein Bett mieten, brauche ich eigentlich gar nicht. Komm, erzähl mir ein bisschen was über Ettin mehr. Das machen wir einfach, Leute. Wir sprechen das alles durch. Außer den Ettin und mir gibt es hier nicht mehr viel. Von Zeit zu Zeit ein Reisender, aber nicht sehr oft. Tja, da sind halt einfach die Ettins. Die da sind schuld. Sie sind normalerweise ohnehin schon feindselig. Ah, ja. Aber in letzter Zeit scheinen einige eine göttliche Eingebung gehabt zu haben. Von der Sorte, die Ettin in den Krieg ziehen lässt. Falls das so weitergeht, haben wir bald einen Kriegstrupp der Ettin. Wenn sich doch nur vorher jemand um diese Schamanen kümmern würde. Ja, das, ich bin dran, keine Sorge. Ich bin hier schon Fischer, seit ich ein Netz auswerfen kann. Sogar die Ettin lassen mich in Ruhe. Was? Früher war das der See der Holns. Aber meine Frau Imelda fiel dem Fieber zum Opfer und Neffe hat mich verlassen, um nach Didenhil zu gehen. Und jetzt bin ich ein alter Mann, der nur noch in dem Haus sterben möchte, das meine Familie hier vor Jahren gebaut hat. So, okay. Und was hat es jetzt mit der Nymphe auf sich? Ich habe mir so den Eindruck, dass der sich verliebt hat. Ich weiß noch, als ich sie zum ersten Mal sah. An der Klippe im Süden. Oh. Mit Blick auf Ettinmeer. Da war jene Maid des Wassers. Ich hab's geahnt. Und ich verliebte mich. Ach was. Ich habe meine Imelda überlebt. Mein Neffe ist nach Didenhil gegangen und will mich nicht mehr sehen. Ich hatte eine Chance, meine Einsamkeit zu beenden. Aber sie wurde mir genommen. Die wilden Bestien haben sie verschreckt. Wir wollten an meinem Pier heiraten, aber ich habe sie nun schon seit Tagen nicht gesehen. Ich würde ja nach ihr suchen, aber die Monster werden mich in Stücke reißen. Okay, ich kann die Monster töten, ich töte alles, was sich mir in den Weg stellt. Darauf möchte ich wetten. Aber das ist nur die halbe Arbeit. Okay. Ihr müsst auch meine zukünftige Braut finden. Oh. Dann kann die Hochzeit stattfinden. Ich muss den Ring finden, ich muss meinen Bärenduft finden. Ich muss mich vorbereiten. Ja, ist ja gut. Am besten beginnt die Ampir. Mhm. Wenn sie dort nicht ist, geht weiter Richtung Süden. Irgendwo muss sie ja sein. Geht jetzt. Ich mache mich für die Hochzeit fertig und stoße dann zu euch. Ich habe in meinem Leben schon einige wunderschöne Frauen gesehen. In Gorhard habe ich vor langer Zeit sogar mal eine Feie getroffen. Da ist wieder eine. Diese Nymphe. Das lässt sich gar nicht vergleichen. Ihre Haut schimmert. Und dann dieser wogende Busen und das üppige Heck. Jetzt mal abgesehen von den Fischteilen, versteht sich. Mhm. Aber ich fische schon so lange in diesem See, dass ich diese Form als angenehm vertraut empfinde. Okay, ja, am Pier. Ich sollte sie am alten Pier treffen. Aber das sanfte Geschöpf wurde ohne Zweifel von den Monstern verschreckt. Ich sah sie zum ersten Mal von der südlichen Klippe über dem See aus. Wenn ihr nach Süden geht, findet ihr sie bestimmt noch. Okay, alles klar. Bett brauchen wir keins, dann sagen wir mal, lebt wohl. Findet meine Nymphe. Ja, keine Sorge, wir gucken, ich verspreche es dir. Aber vorher zerschlagen wir dir dein Zeug. Und gucken mal, was wir da so mitnehmen können. Komme ich da rein? Nein. Da könnte ich wahrscheinlich nutzen Bett. Wenn ich eine Stunde schlafe, was passiert? Sind dann meine Flüche auch weg? Das wäre jetzt mal gerade eine Frage. Nee, die Flüche gehen nicht weg. Da muss man sich was anderes überlegen. Da ist noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich selbstredend mit. Kriegersroben. Tja, ich glaube, dass wir das lassen, was wir haben. Wobei, nein, das lassen wir. Genau, Plunder. Den Rest nehmen wir einfach mal. Okay, so. Ich denke, dass wir, wenn ich länger schlafe, sind dann meine Flüche weg. Einmal rundherum geschlafen. Das dauert jetzt wahrscheinlich, nein, also die Flüche kriege ich nicht los, das ist blöd. Kann ich denn da noch rein? Da kann ich. Mal gucken, was der junge Mann hier so hat. Ob wir irgendwas Spannendes finden.
da unten? Lager? Nee. Hat der Fremde gesagt? Wir kennen uns doch jetzt schon. Komm, wir nehmen das Kleingeld mit, das du da immer so abnimmst. Das mache ich ja mit meinem Kleingeld auch. Überall gibt es Kleingeld, das bei mir so rumliegt. Ich sollte mir da mal eine große Flasche anschaffen, machen andere ja auch so. Schreibtisch, alte Briefe, Rechnung, untersuchen, einige alte Briefe. Weiß nicht, ob ich das nehmen soll. Was soll ich mit dem Zeug, ey? Vielleicht ist das ein Fehler. Plündern Truhe. Halskette der Blitzabwehr. Ja. Also man sollte doch immer mal gucken, ob man einfach 0% hat. Aber das Zeug hat doch, wenn ich es geklaut habe, diesen... Das macht keinen Sinn, die Klauerei, glaube ich. So. Ihr Lieben. Ich glaube, dass wir uns... Ja, was machen wir? Diese blöden Effekte gehen nicht weg. Ich glaube, wir versuchen trotzdem mal jetzt... Ups, kann ich da runterhüpfen? Nein. Wie komme ich denn da weiter? Ach Mensch, Hawk. Da geht's doch ganz normal weiter. Ich glaube, dass wir uns jetzt nicht mehr in diesem... nicht mehr in der Balladen... Ballade von Blutgebein. Da sind wir, nämlich Blutgebein ist ganz in der Nähe. Da oben ist Blutgebein, oder? Genau, da ist Blutgebein. Sehr Ferrara finden. Ich glaube, dass wir das jetzt zuallererst machen werden. Nicht mehr in dieser Folge. Ich denke, wir machen das in der nächsten. Weil jetzt spielen wir doch schon wieder eine Weile und ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Und dann so zwischendrin im Quest aufhören, ist ja auch immer doof. Deswegen, ihr Lieben, sage ich euch jetzt mal Tschüss, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!